Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon DS. Ich habe vergessen, die Erntewichtel-Seite zu öffnen. Einen Moment. Harvest Moon Forever. Harvest Moon Forever. Tut mir leid, dass ich das jetzt eben mache. Ich hoffe, da habt ihr nichts gegen. Bin gleich fertig. Noch einen Klick, wenn ich ihn finde. Da, Erntewichtel. Und zwar hier habe ich gesehen, dass wir bei Team Gelb oder so. Hier, nimm sie hoch und sprich zu ihnen 350 Mal ohne Nutzung des Touchpins. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Touchhandschuh runter, unseren Strubbelhandschuh, um einfach mal ohne den zu benutzen, um unsere Tiere damit hochzuheben, um einen gewissen Erntewichtel, wenn nicht sogar zwei, zu bekommen. Und das mache ich bei unseren Hühnern jetzt auch einfach mal so. Die meisten davon, also drei von vier, legen ja schon Hühnereier M, also Hühnereier mittlerer Größe, Medium. Heißt das, glaube ich, soll das heißen? Hier haben wir schon alles gemacht. Das ist ja dann verständlich, dass wir da nichts mehr machen könnten. Hier, mich hat ein lieber Zuschauer darauf hingewiesen, dass man doch auf das Pferd steigt, aber wenn man den Strubbelhandschuh anhat, dann kann man nicht auf das Pferd steigen. Vielen Dank nochmal an den lieben Zuschauer, der mir das gesagt hat. Aber jetzt müssen wir ja auch gar nicht rumreiten. Jetzt haben wir nämlich 6.20 Uhr am Abend. Jetzt können wir uns beruhigt schlafen legen. Gute Nacht. Lecker, lecker, lecker. Hallo Charlie. Hallo Ciel, 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 Ciel. So. Dann ab nach draußen zu unseren anderen Tierchen, unseren lieben Hühnern. Ich hoffe, das geht recht schnell, dass wir die 300 Mal oder 350 Mal oder so hochgehoben haben. Das hoffe ich einfach mal, aber so. Ach so, das war doch ein Hühnerei. Ich dachte, das war ein Hühnerei M. Dann hätte jedes Huhn ein Hühnerei M gelegt. Hatten wir das schon hochgehoben? Oder warum hat das keine Animation gezeigt? Ich weiß es nicht. So. Und das ist jetzt total ungewohnt. Ich habe heute mal in meinem Zimmer kein Licht an, damit nicht irgendwas in mein Zimmer reinfliegt, weil ich die Fenster ein bisschen offen gelassen habe, weil es draußen heute recht warm ist. Und damit mein Zimmer ein bisschen abkühlt, weil ich bin im obersten Stockwerk, also unterm Dach. Und das ist nicht gerade angenehm, dann, wenn es so extrem warm ist und man versucht zu schlafen. Deswegen starre ich gerade etwas sehr stark auf den Monitor, weil die Farben dann umso kräftiger wirken. Und ich glaube, ich habe jetzt auch eine tolle Einstellung mal wieder für meinen Monitor gefunden. Wir haben Sonntag, den 8. Winter. Das heißt, heute kommt Van. Das heißt, wir können unser zugekleistetes Inventar mal wieder leeren. Aber erstmal gehen wir zu Celia und schenken ihr Currypulver, wie denn so häufig auch. Hier bitte, Celia. Ich freue mich, dankeschön. Ja, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Dann noch ab zu Flora. Ich könnte rein theoretisch heute nochmal das Herz-Event... Ach nee, außer sonntags. Wir dürfen nicht sonntags. Ich könnte rein theoretisch versuchen, in dieser Folge nochmal das Herz-Event auszulösen. Vielleicht bringt es ja was. Wir werden das sehen. Wenn nicht, dann muss ich euch leider enttäuschen. Dann können wir das nicht machen. Und dann brauchen wir Flora ja auch nicht mehr weiter zu beschenken. Das haben wir ja nur gemacht, um... Du bist ein Naturtalent beim Kramkuri. Denkst du nicht auch? Naja, geht so. Also Minen sind nicht so viel für mich. In Minecraft geht das so, aber hier in Harvest Moon, das geht gar nicht, wie ich mich da in Minen anstelle. Jedenfalls, um beim Thema zu bleiben. Wenn wir das blaue Herz-Event nicht hinkriegen, dann bringt das auch gar nichts, Flora weiter zu beschenken. Zumal wir eh jetzt schon das grüne Herz haben und das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Also wir wollten ja gar nicht weiter als das blaue Herz gehen, einfach nur um die Quelle zu bekommen. Ich öffne die Seite gleich einfach nochmal und dann sehen wir das, was wir da machen müssen dafür. Das könnte ich eigentlich jetzt mal eben machen, während wir auf Van sowieso warten. Mädchen und Herz-Events. Mädchen und Herz-Events, das oberste. Flora... Da ist Flora. Okay, blaues Herz-Event. Gehe nicht sonntags zwischen 23.20 Uhr und 0 Uhr. Dienstag schon ab 21 Uhr. Von Westers Farmhaus in Richtung Ausgabungsstätte. Gut, das können wir machen.
Also, ich habe es jetzt schon im Let's Play zum 10.000. Mal vorgelesen, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so sehr. Ich gehe mal eben zu Van, um unsere ganzen Sachen zu verkaufen, und das habe ich auch schon 10.000 Mal wiederholt. Hi, Van. Willkommen. Ich würde ganz gerne, wie immer, Objekte verkaufen. Ich frage mich, woher er eigentlich das ganze Geld hat, uns alles abzukaufen. Das wundert mich ja wirklich. 1.441. Ja, das ist ruhig in Ordnung. 1056, ja, das ist auch ruhig in Ordnung. Nein, das will ich auch gar nicht verkaufen. 1677, ja, der Preis ist in Ordnung. Mal sehen, was haben wir da noch? Das hier haben wir noch. 1224, ja, der Preis ist in Ordnung. 870, das ist ja jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber der Preis ist trotzdem in Ordnung. Ja, das wollte ich auch gar nicht verkaufen. 3.978, das ist doch mal schön. Die verkaufe ich gerne. Das ist Armband. 2.831. Ja, der Preis ist auch in Ordnung. Da machen wir doch wieder ganz gut Geld. 2.373. Ich versuche nochmal, ihn ein bisschen rauszureizen, dass er uns mehr geben will. 3.014. Ich habe schon wieder den letzten Preis vergessen, aber ich glaube, er war höher als der. Ich versuche es nochmal. Ja, ich glaube, viel höher geht ja nicht. Also gebe ich es ihm einfach mal. Und dann noch die Broschen. 6.280. Naja, für zwei ist das auch nicht jetzt so der Knallerpreis, aber ich meine etwas. 2.915. Der Preis ist auch in Ordnung. Und dann noch das Gras. 4.956. Ja, das ist auch in Ordnung. Okidoki. Hier haben wir auch noch ein Ei liegen. Wie viel würden wir eigentlich für das Goldholz bekommen? Was? Ein Gold? Lass mich veräppeln. Ein Gold? Ein Gold für ein Goldholz, was so extrem viel wert ist. Das ist doch nicht deren Ernst. Warum kostet das so wenig? Ist wahrscheinlich so wie mit den Steinen und Holz. Dafür bekommt man ja auch nur jeweils ein Gold. Auch wenn das mehr kostet. Ja, ich komme ganz sicher bald wieder, wenn ich wieder was zu verkaufen habe, lieber Van. Trotzdem ein Gold? Was wollen wir dann mit dem Goldholz? Können wir ja bei uns hinstellen. Oh, das Goldholz. Huldigt es. Nein, aber jetzt mal wirklich, was wollen wir mit dem ein Stück Goldholz? Ich meine, für einen Stall oder so brauchen wir 500. Also unsere Tasche gibt das nicht her und der Bürgermeister gibt das nicht her. Weil 500 Jahre jetzt hier verbringen, das fände ich ein bisschen komisch. Hat er gerade eine Katze miaut? Ich weiß es nicht. Vielleicht höre ich schon komische Dinge. Wir können... Ich lege es einfach mal sicherheitshalber in den Schrank, bevor ich irgendwas aus Versehen damit anstelle. Im Schrank ist es wenigstens halbwegs sicher. Ach ja, da ist ja noch das Geschenk der Ernteprinzessin. Ernteprinzessin, Hexenprinzessin. Ach ja, das Holz könnte ich da auch nochmal eben reintun. Ja, kann ich da platziert werden, aber jetzt hier, komm schon. So. Ich bräuchte mal hier sowas wie Inventory Tweaks oder so. Wäre ganz hilfreich. Nein, das wollte ich nicht. So. So, ein bisschen Platz schaffen und dann schließen. Okidoki. Dann ist, glaube ich, jetzt wieder Zeit für mich zum Schlafen zu gehen. Ja. Guten... Oh nein, ein Schneesturm. Das heißt, wir können unsere Tierchen heute nicht füttern. Ach, das ist ärgerlich. Ach, das ist doof. Dann müssen wir uns gleich wieder schlafen legen. Können wir nichts machen jetzt. Gute Nacht. Ein erneutes Mal. Und jetzt schneit es einfach nur noch. Das heißt, wir können wieder nach draußen gehen. Da. Gut, dass wir keine Tierchen draußen hatten. Sonst hätte der Sturm wer weiß was angerichtet. Es hätte kein schönes Ende haben können, aber ich hoffe, unser Stall steht noch. Wenn er jetzt nicht mehr steht, dann kriege ich aber die Krise. So. Okidoki. Und dann schwupps. Bitte steh noch. Puh, Gott sei Dank. Ach,
Was hätte ich nur gemacht, wenn der Stall nicht gestanden hätte? Ich glaube, ich wäre zerbrochen. Mitten vor dem Mikro. Dann hört ihr nur so ein Pling. Und dann wird irgendjemand anderes für mich die Folge hochladen. Und jetzt haben alle schlechte Laune. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ja, komm mal her, du Zidus. Ja, ja, ja. Das wollte ich nicht. Ja, ja, ja. Ja, das wollte ich wirklich nicht, aber ich konnte nicht aus dem Haus gehen, das Spiel lässt mich nicht. In Wahrheit würde ich natürlich auch durch den Sturm gehen, aber das Spiel lässt mich dann nicht rausgehen. Wie die so ein Quadrat um uns bilden, jetzt nicht mehr. Jetzt halbwegs wieder, aber auch nicht mehr so ganz. Jetzt erst recht nicht mehr, naja. Während im Hintergrund gerade eine nette Persönlichkeit ist, also auf meinem Desktop-Hintergrund, gehe ich dann mal gleich zu Celia und Flora. Aber vorher nehme ich das Gras hier mit. Und da sind auch noch wieder ein paar neue Steine, die man mitnehmen könnte. Die ich aber erstmal nicht mitnehme. Also. Hi Celia. Ich würde ganz gerne dir ein bisschen Currypulver geben. Hier, einen Moment. Hier, bitteschön. Gnarfen. Grafen. Ich freue mich, danke schön. Ja, immer wieder gerne, liebe Celia, immer wieder gerne. Und dann noch ab zu Flora, der Lieben, von der wir übrigens nichts wollen, also die wir nicht heiraten wollen, für die, die gerade erst dazu geschaltet haben. Wir machen das, wie gesagt, nur wegen der Quelle. Wo ist denn Flora? Ist Flora noch im Zelt? Ja, Flora ist noch im Zelt. Also, Flora, ich habe hier lecker Currypulver für dich. Hier, bitteschön. Hehe, das mag ich, weißt du. Dankeschön. Bitte sehr, bitte sehr. Gerne doch, gerne doch, gerne doch, gerne doch, gerne doch, gerne doch. So, dann hole ich mal eben unseren Hammer raus, damit wir auch ein paar Steine weiterklopfen können. So. Upsa. Hochheben wollte ich den nicht. Das finde ich ja übrigens lustig, wie wenn man den Stein hochhebt, dann hat er keinen Schnee mehr drauf. Und wenn man ihn wieder hinwirft, dann liegt direkt wieder Schnee drauf. Aber es ist halt ganz normales Spiel typisch. Ich meine, man kann ja jetzt nicht erwarten, dass alles hochrealistisch ist, dass beispielsweise nach und nach, je nachdem wie lang der Stein liegt, unterschiedlich viel Schnee da drauf ist. Und je nachdem wie viel zufällig auf diesen Block durch das Berechnen des zufälligen Schneefalls im zufälligen Wettersystem des zufälligen Spiels, da ist, das ist ja alles immer etwas zu hoch gehoben. Einige Ansprüche finde ich einfach ein bisschen zu hoch, deswegen, ich spiele ganz gerne Spiele, die ein bisschen einfacher strukturiert sind. Macht mir Spaß. Wenn die Spiele gut sind, natürlich. Hi, Gustav. Yo, Kuri. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich es ein bisschen, ihn zu sprechen. So. Haben wir hier noch irgendwo Steine? Ich hoffe doch mal, dass wir noch ein paar Steine hier haben. Da oben hatten wir, glaube ich, noch einen Stein. Ja, zwei sogar. Zwei sind besser als keine. Und das reimt sich nicht mal. Aber egal. Ich sag es trotzdem. Also. Oh, nicht verzagen, mein Freund, nicht verzagen, nicht verzagen, Kuri fragen. Hahaha. Ja, ich weiß, den Witz hat schon jeder mit jedem x-beliebigen Namen gemacht. Aber ich mache ihn halt einfach nochmal. Schadet ja nicht. Jedenfalls denke ich, dass es so ist. Da, dann noch eben das andere Feld machen und dann einen kleinen Cut machen. Hier waren wir aber schon, oder? Nee, doch noch nicht. Ah, hier sind ja noch ein paar Steine. Das ist ja schön. So. Dann ab nach oben. Ach, ich wollte ja eigentlich das Herz-Event von Flora nochmal ausprobieren, aber dann mache ich das einfach in der nächsten Folge.
Also, werte Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so gelungen ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich manchmal nach Folgen so ein bisschen das Gefühl, ah, die ging eigentlich ganz gut. Und bei einigen Folgen, da hast du ein bisschen Käse produziert, Kuri. Aber nun denn, ich hoffe, ihr habt euch trotzdem halbwegs unterhalten gefühlt. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr bewertet dieses Video. Ich würde mich über eine positive Bewertung natürlich freuen, falls ihr aber sagen würdet, nee, das Video, das ging gar nicht, das kann man sich nicht angucken. Dann könnt ihr natürlich auch eine negative Bewertung geben, aber dann wäre es auch ganz nett, wenn ihr einen Kommentar schreiben könntet und schreiben könntet, was ich besser machen könnte. Also dann, ciao Leute.